Hört zu, Leute, das ist wirklich richtig wichtig, okay? Wenn Jordan in meinem nächsten Film mitspielt, dann habe ich vielleicht zum ersten Mal eine echte Chance auf den Oscar. Das wird aber auch höchste Zeit, Sir. Sie hätten schon einen gewinnen müssen für Monkey Maniac Teil 2. Wow, auf so eine Schleimspur würden die meisten Schnecken neidisch sein. Jordan hat darauf bestanden, das Wochenende bei uns zu verbringen, weil er mich kennenlernen möchte. Er will sich sicher sein, dass er mir vertrauen kann. Ja, mir ist Vertrauen auch das Wichtigste. Jordan und ich haben so viel gemeinsam. Aber es muss absolut geheim bleiben, dass er hier ist. Jordan legt unglaublichen Wert auf seine Privatsphäre. Er schätzt Privatsphäre? Ich schätze Privatsphäre, als wären wir dieselbe Person. Also, solange er hier ist, benehmt ihr euch alle ganz natürlich. Okay. Und damit ihr das auch wirklich macht, habe ich euch aufgeschrieben, wie das aussehen soll. Ich muss mich die ganze Zeit mit Emma vertragen? So ein guter Schauspieler bin ich nicht. Hey, Familie Ross, hier will jemand zu euch. Er sagt, sein Name sei Rufus T. Firefly. Rufus ist Jordan Taylors Deckname. Oh, ich muss ihn abholen. Ja, 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 ja. Ich nehme die Hintertreppe. Die tun ja so, als würden da unten die Whiskey Flats stehen. Ich höre immer gern Country-Musik. Verklagt mich doch! Wir hängen mit Jordan Taylor ab. Ich kann es kaum erwarten, das allen zu erzählen. Aber Mr. Daddy hat doch gesagt, es darf keiner außer uns wissen. Ach, ich bitte dich. So kann ich endlich meine Freundin mal richtig beeindrucken. Die zweite Klasse ist sowas von hart. Eine kann sich sogar mit der Zunge in der Nase bohren. Wenn wir sagen, dass wir mit Jordan abhängen, dann brauchen wir Beweise. Möglicherweise fällt ja irgendwas Cooles aus seinem Koffer raus. Und zwar direkt in unsere kleinen Langfinger. Ich habe noch schnell meinen Publikumspreis poliert. Stellt euch neben den Preis. Seid ganz natürlich. Jordan, willkommen. Morgen. Mädels, bitte, lasst ihm Luft zum Atmen. Er ist längst nicht so hübsch, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Er erinnert mich an die Ziege, die Mr. Kipling mal verschlungen hat. Ich möchte mich für diese Verkleidung entschuldigen. Oh. Der Ruhm kann manchmal sehr lästig sein. Also versteht ihr dieses ganze Brimborium? Hi, Jordan. Ich bin der 12-jährige Luke. Ich sammle gern Briefmarken, bin liebenswert und habe niemals Flausen im Kopf. Ich werde jetzt deinen Koffer holen. Danke, aber der ist sehr schwer. Wir werden ihn dir leichter machen. Ich meinte, wir tragen ihn auf dein Zimmer. Gut, das habe ich gerade noch so gerettet. Ich hätte gern ein ziemlich großes Stück von Jordan. Ich auch. Ich esse das Grübchen. Ach, so viel Aufregung meinetwegen. Seht ihr, ich bin nicht anders als jeder andere sensible 19-Jährige, der 20 Millionen Dollar pro Film verdient und Coldplay kennt. Wissen Sie, wer auch sensibel und außerdem ein großartiger Regisseur ist? Morgan. Ja, Bertram, hören Sie auf. Und er hat eine tolle Nanny ausgesucht. Das fühlt sich an wie eine halbe Grapefruit. Jordan, tut mir sehr leid, aber da muss ich rangehen. Hey, Punk, zieh dich vor. Stopp. Oh, hey. Siehst du dir meinen Film, Das Glücksrad des Grauens, an? Ja, man hatte mir gesagt, dass du darin dezent und doch intensiv agierst. Doch stattdessen höre ich dich im Film nur brüllen, hey Punk, sieh dich vor und stopp! Ja, wisst ihr, ich wollte das Stopp sehr differenziert ausdrücken.